Hallo, herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Ja, wir konnten zu einem Update hatten Freitag bereits eine Stabilisierung begonnen, nachdem wir zum zweiten Mal das 38er Retracement im Germany 30 erreicht hatten. Die Ausgangslage für eine Rallye war gegeben und auch der Anstieg heute Morgen, also bis 9:30 sah es eigentlich wunderbar aus. Über die 650. Sah eben so aus, als ob der Markt in eine Rallye-Phase übergeht. Das Ganze, war ein Satz mit X, das war noch nichts. Und wir haben wiederum einen Rücksetzer erlebt. Der Rücksetzer ist interessant in dem Sinne, dass wir das 61er Retracement von diesem Anstieg, Freitagstief, heutiges Hoch erreicht haben und diese Zone jetzt im Moment verteidigt wird. Bedingung bleibt für eine Rallye, wir müssen über dieses Zwischenhoch oder über die beiden Hochpunkte bei ca. 650 bis 690, da muss der Markt drüber, damit die Rallye in Gang kommt. Ansonsten wäre die Alternative eben, dass die nächst tieferen Retracements, also in dem Falle das 50er bei 368 und das 61er bei 290 noch erreicht werden. Und genau über diese Punkte wäre dann wiederum eine Stabilisierung möglich. Okay, soweit die Agenda. Wir schauen uns das gleich dann im Chart konkreter an. Was auffällt ist, der Bitcoin an sich war übers Wochenende bei über 42.000, ist jetzt zur Eröffnung heute oder mit dem Montagshandel 3.000 Dollar fast zurückgekommen. Können wir uns ebenfalls gleich nochmal anschauen, wenn Fragen per se sind für Werte. Die dann eben interessant sind oder die wir nicht angesprochen haben, können Sie gerne über den Chat posten, dann können wir uns das Ganze anschauen. Ansonsten würde ich vorschlagen, beginnen wir mit dem Chart. Haben hier den Germany 30 vor uns im Stundenchart. Was hier eben im Moment interessant ist, ist praktisch diese Rallye seit dem 19. Juli und wie gerade gesagt, diese doppelte Treffer auf der 61 sind interessant aus dem Sinne, dass es eine Möglichkeit gibt, dass eben diese Dreierbewegung mit dem zweiten Retest, also zunächst war es ja so, dann dementsprechend mit dem Scheitern an diesem Widerstand hier am Donnerstag, ging es hier runter und dann konnte diese Dreierbewegung so versetzt werden. Die Alternative wäre, dass eben dieses zweite Abwärtssequenz noch nicht vorbei ist, sondern eben hier noch auf die beiden Retracements fallen kann, wie angesprochen, und dass praktisch die B-Welle ja sehr fies in dem Falle war. Und zwar fies in dem Sinne, dass wir ja diese Rallye hier angetäuscht haben, die Bewegung allerdings eben verlängert wurde. Und so würde das Ganze dann hier aussehen. Und dementsprechend, solange wir unter dem Hochpunkt von heute natürlich notieren, besteht Gefahr tatsächlich, dass wir hier noch runterhandeln, bevor eine neue Stabilisierung stattfindet. Also das ist dann weiterhin eine Option. Und für diese Option gilt eben das heutige Tageshoch. Da kann man sich einen Alarm stellen oder ähnliches, damit man eben diesen Ausbruch dann mitbekommt und weiß, okay, es war keine Dreierbewegung, die ist nämlich erledigt in dem Tief hier vom Freitag. Und wir haben praktisch im Intraday-Bereich hier nur einen Rücksetzer gemacht. Der Rücksetzer würde dann so hier laufen. Und insgesamt eben von dieser Bewegung würde man ja wahrscheinlich ein Leading Diagonal annehmen. Also alle drei Aufwärtsbewegungen in jeweils zwei Stufen und das Ganze eben korrigiert auf das Retracement hier Intraday um das 61er bei 540 bis 500. Diese Zone hat dann praktisch gehalten, was der Support dann für den heutigen Tag ist. Okay. Okay, nochmal zusammenfassend, also über dem heutigen Tageshoch ist die Geschichte mit dem tieferen Rücksetzer oder mit diesem tieferen Retracement erledigt. Dann würde es potenziell direkt weiter ansteigen. Die Möglichkeit, wie man das absichern kann, ist entweder über das Tief hier vom 30. Juli oder vom heutigen Tagestief. Darunter sollte der Markt dementsprechend nicht mehr fallen für diese bullische Option.
Und für die bullische Option ist dann praktisch dieser Anstieg von heute Morgen die Trendbewegung. Wir haben einen Rücksetzer und würden dann mit dem nächsten Anstieg hier auf Allzeithochpunkte steigen. Okay, unter dem heutigen Tagestief bzw. dann unter dem Tief vom 30. Juli gilt es eben, diese beiden tieferen Retracements hier unten im Blick zu haben. Und über die könnten wir dann morgen oder übermorgen reden, wenn sie denn erreicht werden. Okay, das ist die Ausgangslage dann für den Germany 30. Wir kommen zum US-Markt und der hat jetzt ebenfalls seit 2-3 Tagen hier so eine Seitwärtsphase. Und ja, diese Seitwärtsphase ist durchaus interessant. Also ein Rechteck, man sieht es auch schön. Wir haben zweimal den Hochpunkt getestet, ging nicht drüber hinaus und auch unten die jeweiligen Tiefpunkte haben immer wieder gehalten. Somit eine Bewegung eben als Rechteck zu identifizieren. Und was interessant ist, man könnte zum Beispiel gegen das Tief vom Freitag sogar einen bullischen Gedanken führen. Das wäre wie im Germany 30, dass man eben diesen Anstieg von Freitag erstmal nimmt, mit einem Fibo hier markiert und dann eben für die Eröffnung dieses Retracement, also von 38er bis 61er Intraday, beobachtet. Das ist die Zone, die interessant ist, am besten sogar kurz unter die 35 auf die 980. Und dann kann man eben gegen das Freitagstief einen bullischen Gedanken formulieren, der hier ein höheres Tief etabliert, bevor dann der Ausbruch über die 35.150 erfolgt. Okay, die Alternative dazu ist eben wiederum ein Scheitern da oben. Und unter dem Freitagstief an sich würde dann die Bewegung auf die Unterseite mehr Momentum bekommen. Und hier ist dann weiterhin dieses Retracement dann interessant zwischen 580 und 250, dass wir eben den kompletten Anstieg jetzt seit 19. Juli zunächst korrigieren und hier eine Chance haben auf eine Stabilisierung für den nächsten Angriff dann auf die 35.150. Okay, das sind die beiden Varianten, die es im US-30 dann im Moment zu beobachten gibt. Okay, dann kommen wir zum Euro. Der hat ja einen schönen Run jetzt gehabt mit der Fed und wir haben tatsächlich auch hier eine wunderbare Korrektur bekommen am Freitag und haben das erste Retracement hier erreicht, die Ausbruchszone von vorher. Also im Bereich 1840, 1825 wurde ja nicht erreicht. Okay, jetzt dann die Überlegung, die sich dadurch ergibt. Zum einen, okay, kann fertig sein. Wir wissen, ist ein schönes Retracement, passt, Minimum erreicht. Die zweite Idee ist immer, dass wir ja hier eine Gegenbewegung einfach haben, bevor das zweite Standbein hier noch folgt, um dann eben diese tiefere Zone, ist ja dann auch die Ausbruchszone, nochmals zu berühren und dann hier wieder Showdown gegen das Tief eben in der oder von der Fed-Sitzung dann möglich, um dann den nächsten Aufwärtsschub hier zu bekommen in Richtung der 1,20, wo dann die Bären wieder interessiert sein könnten, den Euro abzustoßen. Aber gut, eins nach dem anderen. Zunächst eben hier Intraday diese Geschichte, Möglichkeit eines zweiten Retests, die besteht. Über dem Hoch bei 1,1910 hat sich das erledigt, wäre dann die Annahme. Und wir haben über das 38er hier diesen nächsten Anstieg dann in Richtung 1,1920. Okay, für das längerfristige Bild einfach auch die Videos der Vortage anschauen vielleicht und dann sich eben dieses Bild nochmals machen. Eben hier aus dem 4-Stunden-Chart. Was ist das hier für ein Tief? Welche Möglichkeiten bestehen? Okay, kommen wir zum Gold und auch hier, schöner Rücksetzer und wir haben perfekt die Zone des Interesses praktisch erreicht. Und zwar hatten wir die jetzt am Freitag definiert zwischen 18.17 und 18.07, einfach das 38er bis 61er Retracement dieser Rallye seit der Fed-Sitzung. Und wir hatten ja da diesen zweiten Versuch eben, das Hoch hier rauszunehmen bei 18.35 oder 32. Hat nicht geklappt, jetzt sind wir zurückgelaufen. Und genau dieser Bereich ist jetzt mega wichtig. Was passiert, welche Möglichkeiten bestehen? Sollte eben mit der Fed-Sitzung ein Tiefpunkt hier etabliert worden sein im Goldpreis,
wäre eine weitere Rallye in Richtung 1850 hier möglich. Und das würde sich praktisch dadurch bestimmen, dass wir hier ein Retracement haben. Wir haben die Tiefpunkte, können gegen diese arbeiten und würden dann eben diesen nächsten Anstieg hier bekommen. Und ja, Ausgangssituation ist eben fetttief. Das ist das Risiko für den nächsten Anstieg. Okay, auf der anderen Seite die bärische Option unter der Fett, also unter dem Fetttief. Dann ist fertig. Dann haben wir hier einfach nur einen, ja, einen Doppeltop dann erstmal, zumindest für diese ja, Konstruktion oder Ansicht. Und unter diesem Fetttief würde das Ganze nach unten aufgelöst werden. Ja, mit einem Rücklauf dann in Richtung 1750 wahrscheinlich, um dann eben den neuen Abwärtstrend zu beginnen. Und das ist dann hier die wirklich sehr entscheidende Phase dann im Goldpreis. Okay, aber für heute oder jetzt ausgehend eben von dieser Rallye, Rücksetzer und jetzt wird es interessant in diesem Bereich, perfekt ausgebildet hier dann im Goldpreis. Okay, der US-Markt öffnet, können uns ja nochmal ein paar Werte dann auch anschauen, Einzelwerte. Wir hatten am Freitag die Pinterest, ja sehr interessant eigentlich, kam 20% runter nach einem schönen Lauf, den die Aktie vorher hatte. Und die Amazon, die ebenfalls ja, negativ gehandelt hat eben und auch dort interessante Optionen, die sich dann ergeben haben. Und wir schauen uns das an. Genau, Tesla. Auch Tesla hatten wir am Freitag und ich sehe es gerade nur, deswegen schnell vielleicht dazu. Die Aktie versucht den Ausbruch oder Durchbruch über die 700. Also die Eröffnung ist schon mal drüber. Mit einem Gap Up. Es wird interessant, ob das jetzt gelingt, hier diesen Widerstand erstmal rauszunehmen, die 700, damit eben hier Freiraum geschaffen wird für die 780 zu dem nächsten Hochpunkt dann eben. Und allgemein wird sich hier eben dieser positive Druck ja, zunehmen oder könnte sich dann weiterentwickeln. Und ja, die Korrektur jetzt seit dem Allzeithoch in der Tesla, den kann man auf mehrere Weisen, denke ich, im Moment sehen. Zum einen eben, dass wir hier eine klassische Dreierbewegung hatten mit einem verkürzten zweiten Abverkauf und seitdem eben eine Folge eben von hoch, höheres Tief, höheres Hoch. Und so würde sich dann eben ein neuer Trend etablieren. Die Alternative, am Freitag hatten wir es kurz, dass wir ebenfalls in dieser Konstruktion hier eine Dreiecksformation haben, wie bereits im September bis November des vergangenen Jahres. Auch hier lässt sich eine Dreiecksformation sehen. Ich zeichne es einfach mal ein. So eine Dreiecksformation und fünf Bewegungen eben. 1, 2, 3, 4, 5 in das Tief hier. Und dann der mögliche Durchbruch, Ausbruch, der hier dann vorliegt. Also kann man beobachten, sehr interessant hier. Die Tesla hat am Freitag Stärke gezeigt, heute Stärke. Ja, ich meine, Quartalszahlen könnte man sich noch anschauen, wann die anstehen. Möglicherweise auch hier dann ein Katalysator, der durch die Zahlen erfolgt. Okay, dann schauen wir mal auf Winners und Losers. Ja, nicht überrascht sein, wer zum Beispiel die General Electric im Depot hat oder ähnliches. Die hat heute einen Wert von 100. Da gibt es aber einen Reverse Split. Das ist kein Kursgewinn, sondern eben bedingt durch den Split. Nicht ja, verwechseln oder... Also hier 104. Die Aktie kommt von 10 praktisch. Die haben die jetzt optisch teurer gemacht, indem sie das umgestellt haben. Okay, also langfristig, wer vielleicht ein ja, GE-Monatschart hat, seit der Aufnahme oder seit Beginn des Handels, die gibt es ja schon seit 50, 60 Jahren an der Börse, der kann sich diesen Abverkauf hier vom Hoch 2007 bis in das Tief jetzt in der Corona-Krise mal genauer anschauen. Interessant ist hier, ob da tatsächlich eine Dekadenkorrektur vorbei ist über diese Dreierbewegung und wir aktuell eben einen, ja nicht nur diesen Kursanstieg hier zu verzeichnen haben, sondern über diesen Widerstand hier ausbrechen können.
Und es würde dann eben zum ersten Mal ein höheres Hoch allgemein geben. Und ja, den Anstieg hier in dem Fall hätte es in Richtung 260 begünstigen. Auch Elliott-mäßig, dieser Abverkauf hier, der sieht eigentlich wirklich bilderbuchmäßig aus. Dieser mögliche Fünfer hier. Und auch diese letzte 4 eigentlich perfekt sichtbar vor dem Corona-Abverkauf. Und ja, diese Zone hier in dem Falle nicht mehr 11, meine ich, sondern die 104, kann dann dementsprechend hier eine schöne Ausbruchbewegung bringen. Auch der Anstieg an sich, wie kann man den interpretieren jetzt im Tageschart? Dann könnte man auch hier zum Beispiel mit dem Fibo arbeiten. Und ja, zwei Optionen, die jetzt direkt ins Auge springen. Zum einen, dass diese Dreierbewegung hier fertig sein kann und der nächste Ausbruch über 115 beginnt eine neue, super interessante Rallye. Die Alternative eben, dass der Hochpunkt einmal versetzt wird, so. Und dass wir nochmal einen tieferen Rücksetzer benötigen. Und dafür ist dann diese Zone hier zwischen 89 und 80 in etwa interessant für eine Supportfindung, auch im Idealfall hier in diesen Tiefpunkten, in diesen alten, und dann eben die neue Chance gegen das Tief zu haben. Also diese zwei Optionen stechen eben heraus. Direkt eben der Abschluss dieser Korrektur, dann eben auf die 115 mit dem Ausbruch achten oder eben einmal versetzt, dass wir eben diesen aktuellen Gegenschwung als B sehen und noch ein zweiter Abverkauf in diese Zone hier unten noch erfolgt, um dann ein Setup eben zu etablieren mit den Tiefpunkten hier als Kontrollmarken. Okay, also falls jemand irgendwo sieht, General Motors 700% im Plus, halt Stopp. Es ist eben nicht so stark gestiegen, sondern ein Reverse Split liegt hier vor und deswegen ist die Aktie bei manchen Plattformen dann wahrscheinlich noch so stark im Plus. Okay, ich für meinen Teil habe eigentlich soweit nichts mehr. Okay, noch ein Wort, genau, Northern Data können wir uns mal anschauen, was da passiert. Oh, Jesus Gott. Okay, da wurde der Tiefpunkt rausgenommen, somit hat sich's erledigt, alle Annahmen, die vorher getroffen wurden. Wahrscheinlich mit dem Bitcoin, dass er jetzt unter die 40.000, warum auch immer, großer Sell. Und also Stops sind spätestens ausgelöst mit dem, mit der 9 Uhr Kerze, mit diesem Abverkauf. Kein Setup im Moment dann. Somit hat sich es erledigt, dass eben dieser Anstieg hier ein Trend war. Das hier. Und das Retracement, also hier war es ja dann interessant. Dieser Bereich hier. Und das hat sich erledigt mit dem heutigen Durchrutschen. Kein Setup. Also es kann einfach sein, dass es eine Bereinigung ist und einfach das letzte Retracement hier, das 76er, das hat ja noch gefehlt, dass das einfach hier noch abgeholt wird, ist in Ordnung. Aber dafür braucht man dann eine Bestätigung. Und die Bestätigung, die gibt es jetzt frühestens über dem letzten Hoch. Und es liegt hier bei 84 und soweit kann man sich hier dann zurücklehnen. Erst über 84 wird der Wert interessant, also das Ding ist erstmal Geschichte.
Es könnten auch News sein. Die Aktie preist nicht. Wahrscheinlich ausgesetzt über Xetra. Ja, vielleicht da auch mal googeln. Okay, da ist sie wieder. Ist wahrscheinlich sehr viel wohler, dass die einfach nicht immer preist. Okay, aber erstmal raus. Ja, über der 76er kann man beobachten, aber an sich, ich würde das erst über 84 wieder interessant finden erstmal. Und ja, oder wenn das jemand tatsächlich jetzt agieren will und jetzt handeln will über der 76er, dann kann man das praktisch nur machen, indem man eben diese Zone hier bis zu 39 als Kontrollpunkt nimmt und das hier als Risiko sieht. Und im ja, Take-Profit-Fall natürlich ja, bis 140 dann laufen lässt, damit eben dieser Trend nach oben nochmals aufgelöst wird. Okay. Ja, heute den ganzen Tag im Verkauf. Die sieht nicht gut aus. Ja. Okay, können wir uns mal weiter anschauen. Im Moment ja, alles erledigt. Unter 67 gibt es nichts mehr zu analysieren hier. Muss man abwarten, ob überhaupt dieses 76er Retracement hier hält. Okay, ja, dann haben wir, denke ich, alles soweit durch und ja, schauen uns dann die Situation weiter an. In dem Falle ja, weiterhin Good Trades, viel Erfolg und bis morgen, wenn Sie mögen, 15:15 Uhr. Ade.